Hallöchen nochmal. Und zwar möchte ich jetzt heute mal ausprobieren, wie das jetzt mit Diamond Painting funktioniert und mit dem Filmen, da das ja mal ein bisschen unscharf war. Dachte ich mir, so starten wir jetzt mal den zweiten Versuch. Ich bin jetzt hier bei der Elfe und ich habe die jetzt eigentlich auch fast fertig. Ja. Da mich ja manche fragen, hey, wie machst du das mit Sehbehinderung? Wollte ich euch noch mal zeigen, wie das geht. Ich muss jetzt nur gucken, wie ich das mache mit dem Stativ. Ich hoffe, dass man jetzt auch meinen Kopf nicht so sieht. Weil anders kriege ich das jetzt einfach auch nicht hin, auch mit dem Ranzoomen nicht. Beziehungsweise, ich werde jetzt einfach mal. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Nicht, dass ihr da jetzt meine Birne seht. Ja, weil das Stativ, das steht praktisch so halb auf dem Bild. Damit es überhaupt hier einigermaßen funktioniert. Ich weiß nicht, wie die anderen YouTuber das machen. Also ich gucke mir auch gern so andere. Das nennt sich ja VIP in Chat, glaube ich. Ja. Genau. Dann dachte ich mal, komm, probieren wir das auch mal aus. Also regelmäßig werde ich das wahrscheinlich nicht machen, aber nur um einfach mal euch zu zeigen, dass man auch mit Sehbehinderung painten kann. Die Brille kennt ihr ja schon. Und die habe ich dann auch. Weiß nicht. Habe ich dann auch auf. Ich glaube, mein Gesicht sieht man jetzt nicht, aber ja. Dann kann ich hier auch noch das Licht ein bisschen einstellen. So, genau. Und dann habe ich das hier auf jeden Fall schön hell für mich. Also mein Ringlicht nutze ich auch gleichzeitig als Diamond Painting Licht. Muss ich noch mal ganz kurz hier das Stativ verschieben. Ich hoffe, ihr seht noch alles. Ja, das ist ein Bild mit runden Steinen. Das habe ich von Temu. Ja, man kann von Temu halten, was man möchte. Ich möchte darüber auch nichts hören. Ich finde Temu gut. Ja, jetzt muss ich mal kurz hier meine rechte Hand nehmen, obwohl ich Linkshänder bin. Ich weiß nicht, ob ich das mal erwähnt habe, dass ich Linkshänder bin. Und ja, ich stricke auch. Also ich bin Linkshänder, aber ich stricke rechts. Weil ich bis dato nicht wusste, dass man links stricken kann, also linkshändig stricken kann. Ja, gut, aber funktioniert. Von daher. Aber eine Freundin von mir, die ist auch Linkshänderin, die strickt tatsächlich links. Ich habe jetzt auch. Ah! Ja, das funktioniert jetzt hier mit diesem Stativ nicht so gut, weil es hier gerade im Weg rumsteht. Ja, ich mache jetzt mit euch einfach mal eine andere Farbe, weil da komme ich jetzt nicht so gut hin. Aber das Bild hat, wie gesagt, runde Steine. Die AB-Steine habe ich mit eingebaut. Die waren da jetzt auch nicht mit dabei. Und ja, wie ihr seht, hier habe ich die Steine hier mit drin. Da habe ich die Zahlen drauf geschrieben. Machen wir einfach mal das D. Genau. In dem Fall jetzt die Nummer 11. Ich benutze den Stift hier von Pichu Moon Art. Also ich sehe nicht wirklich so gut, was ich hier mache. Deswegen verzeiht mir das bitte. Und das Schiffchen hier ist auch von Pichu Moon Art. Und das hat hier so, mal ganz kurz gucken. Ja, hier, also hier so eine Einkerbung, dann bleiben die Steine hier hinten. Und als Wachs nehme ich Tabby-Wachs von Craft in Wedding. Und da habe ich, glaube, gut, ich habe nur Weihnachtsdüfte. Und Monkey Farts habe ich auch, also Affenfurz. Ich muss sagen, der duftet wunderbar. Ach Gott, ja.
Ne, ich hoffe jetzt einfach mal, dass man das sieht. Dann mache ich mit euch jetzt mal hier mal so ein Fältchen. Es gibt ja jetzt auch beim Action tatsächlich Bilder. Die habe ich mir auch gekauft für Kinder mit größeren Steinchen. Also das sind die Steine dreimal so groß wie die hier. Ich glaube, die müssten ja so 2 Millimeter, 2, irgendwas Millimeter haben. Und die haben halt 6 Millimeter oder so. Ich habe dazu nur gesagt, behindifreundliches Painten. Ich glaube, so nenne ich das Video hier auch. Ja. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, in meinem anderen Video werde ich demnächst noch einen Haul machen. Unboxing geht ja, wie gesagt. Ich da, wieso kommt denn da der Stein? Also der gehört da nicht hin. Ja, da zeige ich euch halt einfach, was ich gekauft habe. Ja, genau. Mal schauen, wann ich das mache, die Tage, denke ich. Und dann wird es noch ein Video geben, wo ich meine Bilder euch auspacke. Aber die sind noch nicht da. Das dauert immer eine Weile, bis die kommen. Die habe ich bei Pichu Moon Art bestellt. Eine meiner Lieblingsshops. Und ja, die und da werden die Bilder, glaube ich, erst produziert, wenn man die bestellt, soviel ich weiß. Außer eins hat es jetzt, glaube ich, schon da gehabt auf Lager. Das war dann schon schneller da. Das war dieses Bild mit dem Panda und den Erdbeeren drauf. Da gibt es auch ein Video. Ja. Und meistens, also ich mag gern sich lieber eckige Steine, finde ich, sieht schöner aus. Und ja, tue ich mich irgendwie leichter mit. Aber mittlerweile mache ich auch Bilder mit runden Steinen. Aber ich bin mit runden Steinen am Anfang gar nicht klar gekommen, weil die halt, ja, die rutschen halt eher weg. Und die eckigen, die rasten sich halt wie ein. Also gerade so das, was halt manche schwieriger finden mit diesem, ja, man muss die genau legen. Damit tue ich mich leichter. Aber ja, so eine Abwechslung mit runden Steinen darf auch mal sein. Mittlerweile kann ich sie auch, ja, relativ sauber legen, sag ich mal. Also meine ersten Bilder sahen echt schlimm aus. Und ja. Und dann gibt es ja bald irgendwie so ein Happy Strawberry Event, heißt es so? Ich weiß es nicht. Da werden halt, glaube ich, im Mai Bilder gelegt, die eben was mit Erdbeeren zu tun haben. Also wo was mit Erdbeeren drauf ist, auf jeden Fall. Und dachte ich mir, ja komm, machst du einfach mal mit. Ist doch lustig. Ist ja praktisch wie so ein Kall beim Stricken, nur eben mit Diamond Painting. Und fand ich das auch ganz süß. Da habe ich mir auch extra so Release-Papier gekauft mit so Erdbeeren drauf. Und mal sehen. Die Tage hatte ich zwar immer Lust zu painten, aber ich war immer zu müde. Oder ich hatte Kopfweh und mit Kopfschmerzen kann ich halt einfach nicht painten. Geht einfach nicht. Ah ja, ich habe hier unten drunter auch noch ein Lightpad. Das kann ich auch benutzen, wenn ich das möchte. Aber bei dem Bild brauche ich das nicht unbedingt. Nur bei dem Josephine Wall Bild. Da brauche ich das, weil das ein anderer Druck ist. Und wie ihr hier seht, sind ja die Buchstaben hier relativ dick gedruckt. Das kann ich dann gut lesen. Und ja, ich kann es halt auch nicht wirklich so sauber legen. Das heißt, man sieht jetzt hier halt auch die schwarzen Zahlen durch. Ja, und bei dem Bild fallen auch öfters mal Steine ab, habe ich festgestellt. Aber gut, was willst du erwarten? Es ist ein Temo-Bild, es ist preiswert. Also man kann für den Preis nicht sagen, was hat denn das nicht sagen? Was hat denn das gekostet? Ich glaube 8 Euro oder so. Und so für den kleinen Geldbeutel ist das echt okay. Die AB-Steine sind wie gesagt nicht mit dabei. Die habe ich noch gehabt von anderen Bildern. Wie ihr seht, hier, die waren da jetzt auch nicht mit dabei. Also das habe ich alles dann mit abgefüllt. Und dann kann man da einfach so
Akzente setzen, was ich jetzt auch hier in den Augen gemacht habe. Und dann teile ich mir das halt auch immer so in Bereiche ein. Und dann würde ich sagen, ja, läuft es eigentlich soweit. Ich bin nur froh, wenn ich mit dem Bild fertig bin. Ich weiß nicht, an alle, die painten, kennt ihr das, wenn ihr so am Ende von dem Bild seid und ihr denkt, oh, boah, ich habe einfach keine Lust mehr. Ja. So geht es mir auch. Und es ist halt so mein zweites Hobby zum Stricken. Also ich kann gar nicht sagen, was ich lieber mache. Also mir macht beides Spaß. Aber ich brauche halt immer so eine Abwechslung. Also nur stricken ginge bei mir nicht und nur painten auch nicht. Also so wie ich Lust habe. Und zum Stricken ist es ja im Sommer oft auch einfach zu heiß. Und ja, ich denke mal, so kann man sich dann auch gut abwechseln. Und dieses Glitzer ist einfach toll. Das macht einfach glücklich, dieses Glitzern. Ja, und auch wenn es jetzt bei mir nicht so akkurat aussieht, das ist halt einfach so, das ist halt einfach was, das ich akzeptieren muss, dass das bei mir halt nicht so geht, aber das ist ja wurscht. Sache, es macht Spaß und das ist ja auch das Wichtigste daran. Ja. Und perfekt sein muss es ja einfach auch nicht. Was ich ganz arg schlimm finde, also sei es jetzt beim Stricken oder Diamond Painting, gerade diese ganzen Facebook-Gruppen, also da bin ich ja auch in ein paar Gruppen drin, wie man da teilweise fertig gemacht wird, wenn man zum Beispiel sagt, oh, ich habe jetzt da hier das Bild in so und so vielen Minuten fertig bekommen oder Tagen, was weiß, ihr wisst, was ich meine. Und heißt, oh, das ist kein Wettbewerb, oh, das triggert mich, mimimi. Dann denke ich mir so, also ich habe, glaube ich, einmal echt reingeschrieben, sind wir hier in einem Therapiekreis oder was? Also manche Leute müssen da echt an sich selber arbeiten. Und ja, ich finde, wenn jemand sagt, hey, er hat das jetzt in so und so vielen Tagen fertig bekommen, dann ist es doch schön, dann ist es für die Person ein Erfolgserlebnis. Aber gut. Das mit dem, dass man sich für andere freut, das ist ja in unserer Gesellschaft eh so ein Ding. Das ist halt auch nicht mehr so selbstverständlich, was ich sehr, sehr schade finde. Dass man sich für andere nicht mitfreuen kann. Und ja, ich freue mich da halt einfach mit, wenn jemand sagt, hey, ich habe das fertig bekommen. Oder hey, ich habe da jetzt eine Socke, meine erste Socke und die ist nicht so sauber, was man ja von der ersten Socke jetzt nicht erwarten kann. Da kann man sich ja trotzdem mit freuen, weil das ist einfach echt ein cooles Gefühl, wenn man ja da so ein Erfolgserlebnis hat. Und ich glaube, das vergessen halt viele Leute. Ja, leider Gottes. Und ja, in den Gruppen sind die da halt ziemlich komisch. Oder wenn jemand ein Bild hat, zum Beispiel das Bild ist jetzt 40 mal 55 Zentimeter groß, also so mittlere Größe, würde ich jetzt mal sagen. Und ich würde das Bild jetzt nicht kleiner nehmen, also nicht in 30 mal 40, weil das sähe dann sehr verpixelt aus. Also ich persönlich, wenn jetzt aber jemand das Bild hier, also ein kleines Bild macht, was halt verpixelt aussieht, ziehe ich die Brille mal kurz aus, also das geht so auch, je nach Druck und nach Licht, ja. Dann soll man sich daran noch freuen, aber manche werden da halt dann echt runtergemacht. Und das finde ich halt echt, ja. Ich weiß nicht, ich denke mir dann ja gut, ich hätte es jetzt nicht gemacht, aber ich würde jetzt nie drunter schreiben, ich hätte es größer genommen. Und ja. Das ist halt manchmal echt voll der Kindergarten, sage ich euch ganz ehrlich. Und ja, ich weiß nicht, ich bin heute einfach kaputt, habe ich in meinem letzten Video auch schon gesagt. Könnte eigentlich die ganze Zeit nur schlafen, aber ganz ehrlich, ich will mich nicht abends um 8 ins Bett legen. Wobei ich das vor 2 Wochen tatsächlich gemacht habe, aber da hat sich dann mein Infekt angekündigt. Und ich sage schon so zu meinem Mann, ja, jetzt hat sich hier das Schwein, ja. Ich gehe doch eigentlich nicht so früh ins Bett, außer ich werde krank.
ob ich es geahnt habe. Ja. Hier fliegen Steine rum. Sowas passiert halt auch manchmal. Nee, egal, das lasse ich jetzt so. Nee, deswegen weiß ich nicht, ob ich heute den Teil hier noch fertig mache. So viel ist das ja jetzt eh nicht mehr. Oder unten drunter liegt ja mein Josephine Wallbild. Da sitze ich schon seit über einem Jahr dran. Aber ist halt so, es dauert halt so lange, wie es dauert. Was ich auch mache, ist, dass ich halt viel übers Fühlen mache. Also, dass ich dann taste, okay, ist da jetzt alles schon gelegt oder fehlt ein Stein, dann kann ich einfach so drüber fahren. Und so mache ich das bei eckigen Steinen auch. Also, ja. Ja, und ich huste halt leider immer noch. Also, ich bin jetzt zwar wieder fit, aber schleimt halt immer noch. Also es ist absolut nervig. Ja, habt ihr eigentlich so Lieblingsshops, wo ihr gerne Diamond Painting Bilder bestellt, wenn ihr paintet? Ich weiß jetzt nicht, wer genau sich das Video angucken wird. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Oder paintet ihr saisonal, also saisonmäßig? Das mache ich jetzt nicht. Ich painte halt das, worauf ich Lust habe. Weil ich gerade eher Lust auf bunte Farben habe. Ich habe jetzt da drüben noch meine Katze. Die ist eigentlich nur schwarz-weiß. Aber ja, mal gucken, wann ich die dann mache. Meine Bilder, die ich mir jetzt bestellt habe, die sind auch bunt. Also kann nicht sein, dass ihr hier meinen Kopf seht, weil ich jetzt gerade näher hingehen muss. Ja. Dann haben wir nämlich hier schon mal die Stirn gemacht. Also ich werde da jetzt nicht so viel machen, weil ja, es ist einfach ein bisschen anstrengend für meine Augen. Meistens pennte ich auch tagsüber, weil da das mit dem Tageslicht einfach auch besser ist. Und jetzt frage ich mich gerade, woher die Steine kommen. Ja, wahrscheinlich irgendwo hier runtergefallen oder so. Ja. So. Ich habe jetzt meine Pinzette nicht da, oder? Doch, ja, aber das funktioniert mit runden Steinen eh nicht so. Deswegen ist wahrscheinlich auch nie eine dabei bei runden Steinen. Nur bei eckigen. Ja, und wenn ihr paintet, seid ihr lieber Team rund oder Team eckig? Also ich bin eindeutig Team eckig. Aber das ist dann dieses Jahr, glaube ich, mein zweites Bild mit runden Steinen, was fertig ist. Ja, rund geht halt schneller, muss ich sagen. Das ist halt der Vorteil. Aber mein letztes rundes Bild ist eins von Diamond Art Club und das war einfach geil zu painten. Also das war wirklich. Das kannst du mit so einem günstigen Bild nicht vergleichen. Ja, das hat sich gelegt wie Butter sozusagen. Ja, ich lege jetzt einfach noch das D hier ein bisschen, weil das ist jetzt das, was ich am besten sehe. Das mache ich auch zum Beispiel, dass ich dann zum Beispiel abends sage, gut, okay, ich lege nur die Farben, wo ich jetzt sage, das sehe ich jetzt abends gut und den Rest mache ich dann am nächsten Tag oder wenn ich eben die Muße dazu habe. Kann man ja so auch gut machen. Oder meistens painte ich dann nach diesen Nummern, dass ich dann zum Beispiel sage, okay, ich fange hier mit 1, 2, 3, 4 an und dann mache ich das so weiter, dass ich halt dann einfach möglichst keine Farben übersehe. Aber ich sag euch, das funktioniert auch nicht immer. Ja. Und bei dem Bild ist halt das Nervige, dass halt viele Steine wieder abgehen und dann kleben die halt, was weiß ich wo. Na egal, das lege ich jetzt einfach dahin. Ja. Das habt ihr halt bei den teureren Bildern nicht. Also macht es bei allem, sei es bei der Wolle oder bei Diamond Painting. Ich gebe lieber ein bisschen mehr Geld aus. Und habt da auch eher was von. Aber da fand ich das Motiv jetzt einfach schön. Das habe ich auch in Gruppen gesehen und da wusste ich, ja, das gibt es bei Temu.
Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, während ich im Urlaub war in Italien, er soll mir doch bitte das Bild bestellen. Ich bin jetzt auch froh, dass ich es gelegt habe, weil ich finde, so sieht es ja eigentlich ganz schön aus. Und ja, das seht ihr das Bissle, das habe ich dann morgen noch. Und dann habe ich nur noch hier die. Hier sind die zwei hinteren und dann ist das Bild auch so gut wie fertig. Und es sind ja nur noch kleine Flächen. Die hat man schnell gelegt. Ja, deswegen wollte ich das jetzt euch einfach mal kurz zeigen, wie ich das mache, weil ich einfach jeden so ein bisschen auch motivieren möchte. Ich weiß, dass hier auch Leute zuschauen, die selber eine Sehbehinderung haben. Und ich möchte euch einfach so ein bisschen dazu motivieren, hey, macht das, worauf ihr Lust habt. Es gibt immer irgendwie einen Weg, das zu machen. Und selbst wenn, ich kann es gleich mal holen, diese größeren Bilder beim Action, die gibt es da bestimmt. Ich gucke jetzt gerade mal. Ich habe nämlich eins von denen schon aufgemacht. Zwar, das ist zwar für Kinder, ich habe natürlich die Einhörner mitgenommen. Die haben aber größere Steine und dann könnt ihr auch also damit anfangen. Und dann seht ihr ja, der Druck ist wirklich, ich hoffe, ich lege es jetzt, also es leuchtet jetzt halt ziemlich. Der Druck ist halt wirklich, ich hoffe, ihr könnt es sehen, glasklar und auch schön groß. Also ich bin auch mal gespannt, wie sich das legen lässt. Und der Druck. Also ich hebe es jetzt mal so hin. Ich hoffe, ihr seht es. Der Druck ist halt deutlich. Nee, hier, das ist ja der Druck. Und dann schaut euch jetzt mal. Ich kann jetzt auch nicht runterzoomen, oder? Nee, das funktioniert nicht. Ja, also das sind die Steine fast dreimal so groß. So, jetzt raschel ich kurz. Und hier seht ihr halt, ich hoffe, man erkennt es. Sonst bitte einfach in die Kommentare schreiben, ob das so euch passt oder ob das so passt oder nicht. Ja, die sind relativ groß und das ist halt für Kinder. So, jetzt raschel ich es nochmal. Die findet ihr nicht bei den normalen Diamond Paintings für Erwachsene, sondern in der Kinderabteilung. Das heißt XL dort. Das ist halt ein bisschen versteckt. Hätte ich das vor 2 Jahren gewusst, dass es das gibt, oder damals gab es das, glaube ich, noch gar nicht, dann hätte ich damit mal angefangen. Aber ich habe mit einem ganz normalen Bild angefangen von Action. Und mittlerweile bin ich da jetzt auch hier ganz gut dabei. Und ja, die haben auch runde Steine. Also viele fangen ja auch mit runden Steinen an. Habe ich auch gemacht. Dann hatte ich mein erstes eckiges von Diamond Art Club. Und ja, bin damit mega zufrieden. Auf jeden Fall. Klar, sehen meine ersten Bilder echt nicht schön aus. Aber ja, probieren geht über studieren. Und gerade an die, die es probieren wollen. Ja, so ein Bild vom Action oder von Teddy tut es für den Anfang auch. Und gerade wenn an die, die auch eine Sehbehinderung haben, könnt es ja mal mit so einem größeren Bild probieren. Die sind auch nicht teuer. Ich glaube, was haben die gekostet? 3 Euro oder so? Oder ja, 2,99, sowas um den Dreh. Ja. Man muss ja mal sagen, ha, das schreibe ich wahrscheinlich dann noch dazu. Kleiner Disclaimer, unbezahlte Werbung. Beziehungsweise, ja, steht es in meinem Intro wahrscheinlich drin. Also. Ja, so. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Der Rest mache ich morgen. Ich hoffe, ihr habt jetzt alles wunderbar gesehen. Gebt mir mal bitte eine Rückmeldung in die Kommentare. Ich lerne ja immer dazu. Upsala. Ja, genau. Gebt mir einfach bitte mal eine Rückmeldung in die Kommentare, ob man das so gut sieht. Und ja, darüber würde ich mich sehr freuen. Dann wünsche ich euch schon mal.
einen schönen Abend. Tschüssi!